Herzlich willkommen zu einem neuen Videotestbericht der Haus- und Gartentest. Heute testen wir für Sie den Akku-Staubsauger HF920P011 aus dem Hause Hoover. Hoover bietet sein jüngstes Modell, den HF9, in vier verschiedenen Versionen an. Wir nehmen die größte Variante, den HF920P011, unter die Lupe, der laut Hersteller dank rotierender Bodenbürste und der im Lieferumfang enthaltener rotierender Polsterbürste besonders für Haustierbesitzer geeignet ist. An Zubehör liegen dem Staubsauger eine Bodenbürste mit Saugrohr, eine Polsterbürste, der praktische 2-in-1 Aufsatz mit Möbelpinsel und punktuellem Reinigungswerkzeug und eine lange Fugendüse bei. Dank Wandhalter kann der Sauger stets ordentlich verstaut werden und einen Pinsel zum besseren Reinigen des Schmutzbehälters und der Bürsten legt Hoover auch mit bei. Durch den mitgelieferten Wechselakku kann mit dem Gerät bis zu 60 Minuten am Stück gearbeitet werden. Das zum Laden der Akkus erforderliche Netzteil gibt es selbstverständlich auch mit dazu. Im Normalmodus saugt der Hoover bis zu 30 Minuten mit einem Akku. Im speziellen Turbo-Modus sind es immerhin noch 11 Minuten. Praktisch, die Restlaufzeit wird über das gut lesbare Display angezeigt. Die funktional platzierten Bedienelemente können auch während des Saugens mit nur einer Hand bedient werden. Bei Bedarf kann hier der Turbo aktiviert oder der befahrene Bodenbelag ausgewählt werden. Für die Arbeit auf Teppichböden wird dabei die Rotation der Anti-Twist-Bürste erhöht. An allen Zubehörteilen sind kleine und leichtgängige Knöpfe vorhanden, die zur Entriegelung gedrückt werden müssen. Das neue Zubehör wird einfach eingesteckt, bis es hörbar einrastet. Bei der Bodendüse gibt es eine Besonderheit. Der Entriegelungsknopf lässt sich hier sogar mit einem Fußtaster betätigen, zum Beispiel für den Tausch der Anti-Twist-Bürste gegen die Fugendüse. Im Saugmodus überzeugt der Hoover mit einer sehr guten Leistung, sowohl auf Hartböden als auch auf Teppich. Auch der Test mit Tierhaaren verläuft problemlos. Alle Haare werden präzise erfasst und in den abnehmbaren Schmutzbehälter abgegeben. Auch festsitzende Haare, beispielsweise auf dem Schlafplatz von Hund oder Katze, stellen kein Problem dar. Dank der Wendigkeit des Gerätes gelangen wir im Test auch problemlos unter das Sofa oder an andere schwer zugängliche Ecken. Die 2-in-1-Düse entfernt zuverlässig Krümel vom Tisch oder Staub aus Tastaturen. Mit der Fugendüse lassen sich Ritzen wie hier in der Couch mühelos reinigen. Der abnehmbare Schmutzfangbehälter lässt sich leicht und mühelos reinigen. Erfreulich, die Bürsten setzen sich dank Silikonlippen und kurzen Borstenhaaren kaum zu. Die Akkus lassen sich nach Gebrauch innerhalb von 3,5 Stunden wieder vollständig aufladen. Wird der Akku im Gerät geladen, informiert die Anzeige über den Ladezustand. Dank der Wechselakku-Technologie ist der Staubsauger als besonders nachhaltig eingestuft worden. Unser Testurteil 1,3 sehr gut. Bis zum nächsten Mal, Ihr Haus- und Garten-Test.